gerne irgendwann mal mit dem Widerstand abhängen. Ein paar neue Dinge lernen, ein paar neue Freunde gewinnen. Sie sind ein zäher Haufen. Ich und viele andere haben nie eine Welt ohne die Cat kennengelernt. Der Widerstand kämpft, damit unsere Kinder vielleicht... Ziemlich starker Cat-Schild für mitten im Nirgendwo. Das ist Jarny Eek. Die Cat glauben, sie finden dort irgendein Reliktding. Unsere Leute können den Schild nicht durchbrechen. Er wird von der Hauptkommandobasis ausgesteuert. Das ist irgendwie komisch. Wirklich? Wenn Sie sich erst eingewöhnt haben, werden Sie feststellen, dass in Wahrheit die Tempest komisch riecht. Darauf kann ich gut verzichten.
Ryder kriegt das schon hin. Warum tun sie das? Sie machen das ziemlich häufig. Bei Menschen drückt sich Unsicherheit oft dadurch aus, dass sie mit sich selbst reden und hoffen, dass niemand es bemerkt. Sagen Sie mir nächstes Mal einfach, wie ich mich verhalten soll. Das sind die Ruinen, die wir suchen. Suchen wir Tech für Peavy. Sieht aus, als wäre es noch nicht vollständig. Das müssten jetzt genügend Glyphen sein. Das muss die Rel-Tech sein, die Peavy braucht. Rel-Tech? Peavys Bezeichnung. Immer wenn wir auf Ruinen wie diese stoßen, nehmen wir so viel wie möglich mit. Ich werde ihr dieses Teil bringen und dann hoffentlich herausfinden, was es mit ihrem Geheimprojekt auf sich hat. Sie sind sehr präzise für jemanden, der einen derart chaotischen Eindruck macht. Danke, oder? Es geht um taktische Risiken, haben mir zumindest einige Veteranen erklärt. Hey, könnten Sie mir mal helfen? In Ihrer Nähe ist ein getarnter Pirscher. Ich habe ihn verloren. Könnten Sie einen Scan machen und mir sagen, wo er sich versteckt? Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten.
Zonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Hab ihn. Hier drüben. Guter Schuss. Ich habe das Ding den ganzen Tag verfolgt. Danke für die Hilfe. Kann man den geheimnisvollen Scharfschützen kennenlernen? Warum nicht? Finden Sie mich. Das ist Herr Hicks. Zumindest laut meiner Karte. Wir sollten so schnell wie möglich mit Baxel über Ihren Bruder sprechen. Ich habe gehört, die Cat hätten niemanden aus Nostrake verschleppt. Es gibt auf World keinen Ort, der vor diesen Dingern sicher ist. Wenn ich es Ihnen doch sage, die Cat halten sich von der Stadt fern. Sie haben Angst vor ihr. Hallo. Das war ein guter Schuss. Danke. Mein Vater hat mir das Schießen beigebracht, sobald ich alt genug war, um eine Waffe zu halten. Ich bin froh, dass ich nicht auf der anderen Seite dieses Dings stehe. Solange Sie nicht zu den Cat gehören, sind Sie sicher. Haben Sie hier draußen schon mal auf Relikte geschossen? Ich sehe sie nicht allzu oft. Ich habe gehört, es soll irgendwo ein Großes geben, aber ich habe es nie gefunden. Kommen die Cat oft hierher? Nur ein paar. Die Patrouillen des Widerstands halten die meisten auf und sie kommen nicht durch. Ich kümmere mich um die Verstreuten, normalerweise Pirscher, wie der, bei dem sie mir geholfen haben. Schießen Sie auch mal daneben? Ich? Niemals. Passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns. Die Eisbohrungen in Hejara beunruhigen mich. Sie finden direkt über einer Yevara-Route statt. Ich glaube nicht, dass sie so tief bohren können, um dadurch irgendeinen Schaden anzurichten. Aber es könnte ihr Wanderungsverhalten beeinflussen. Und wir wissen nicht, welche Auswirkungen das hätte. Sind Sie hier, um die Yevara zu beobachten? Was sind die Yevara? Wenn Sie über den gefrorenen See laufen, können Sie sie unter dem Eis sehen. Sie leben seit Jahrtausenden auf World. Die Geschichten über die Yevara sind die einzigen angaranischen Volksmärchen, die die Geißel überdauert haben. Die Eisbohrungen. Sie sind wunderschöne, intelligente Geschöpfe. Sie finden die engste Verbindung zu unserer Vergangenheit. Und jetzt werden ihre Leute sie jagen, bis auch der letzte von ihnen tot ist. Sollte ich vielleicht etwas wissen? Seit ihre Gesetzlosen auf World gelandet sind, um hier zu jagen, haben sie schon 2 Dutzend Yevara getötet. Wir haben nicht die Ressourcen, um diese Wilderer aufzuspüren. Und der Widerstand hat auch so schon genug zu tun. Wenn das so weitergeht, wird unsere einzige Verbindung zu unserer Geschichte für alle Zeiten verschwinden. Ryder, die Yevara sind für die angaranische Kultur von entscheidender Bedeutung. Wir müssen diese Jäger aufhalten. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihnen zu helfen. Wir sollten uns beeilen. Sie sagten, es gäbe bei Ihnen Volksmärchen über die Yevara. Ja, aus irgendeinem Grund sind die Geschichten über die Yevara die einzigen, die die Geißel überdauert haben. Die meisten von ihnen drehen sich um dasselbe Thema. Ein Lied der Yevara, das so schön ist, dass es die Sonne hervorlocken kann und die Sterne enthüllt. Das sind natürlich nur Legenden. Aber wenn man seine gesamte Geschichte verloren hat, sind Legenden nun mal kostbar. Ich verstehe, warum Ihnen die Yevara so wichtig sind. Nicht nur uns, sondern allen, Angara. Sie sind ein Symbol für das, was uns die Geißel genommen hat. Wir dürfen sie nicht verlieren. Erzählen Sie mir mehr über die Yevara. Sie sind beeindruckende Geschöpfe, die sich durch komplexe Lieder verständigen. Vor langer Zeit konnten wir diese Lieder selbst hören. Aber die Geißel hat die Yevara unter dem Eis eingeschlossen. Deshalb müssen wir uns jetzt mit verrauschten Aufnahmen begnügen. Wie können sie unter dem Eis überleben? Das weiß niemand. Wir widmen unser Leben dem Studium dieser Geschöpfe, konnten aber bisher noch keine Erklärung finden. Sie sind von Nahrung und Sauerstoff abgeschnitten und schaffen es dennoch zu überleben.
Meine Kollegin hier vertritt die Theorie, dass sie möglicherweise Relikte sind. Aber wir haben natürlich keine Möglichkeit, diese Theorie zu bestätigen. Ich überlasse sie dann mal wieder ihrer Arbeit. Ishare. Ich kriege immer noch jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich eine von ihnen unter die Hand nehme. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist wieder online. Er hat Volt verlassen? Er ist freigekommen und hat mir nicht mal einen Höflichkeitsbesuch abgestattet? Tut mir leid, ich kann nicht mehr sagen, aber der Auftrag von Niosh ist extrem wichtig und zeitkritisch. Nicht mal ein Anruf. Hallo Schwester, ich wollte dir nur sagen, dass ich noch lebe. Nicht mal das. Das ist eine Sache zwischen Ihnen und ihm. Zeit für einen Anruf hätte er jedenfalls gehabt. Jedenfalls danke für die Information. Ich halte Sie über alle weiteren Funde und Entdeckungen auf dem Laufenden. Gut. Ende. Sie, Baxel? Ich habe etwas für Sie. Von meinem Bruder, der immer den Helden spielen muss? Ja, Enyek hat mir schon gesagt, dass Sie kommen würden. Mein Sohn Skiot hat gesagt, er hat Leute losgeschickt, um Nilsch zu retten. Ich dachte, noch mehr Opfer, aber zum Glück habe ich mich geirrt. Danke, dass Sie ihn rausgeholt haben. Sein Verlust hätte unsere Bemühungen um Monate zurückgeworfen. Familienmitglieder zu verlieren ist hart. Ich bin froh, dass ich Ihnen diesen Schmerz ersparen konnte. Danke. Dass Sie kompetent sind, ist bekannt. Aber noch nie hat jemand Ihre Güte erwähnt. Oh. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier haben. Sterne und Himmel, das ist ein Plan der Cat-Einsatzzentrale. Eingänge, Ausgänge, Sicherheitsmaßnahmen. Wir können Ihre ganze Operation in die Knie zwingen. Moment, hier ist noch was. Oh, das ist nicht gut. Was? Die Eingänge zur Basis haben Schilde und sind mit einem Code gesichert, der geändert wird. Und zwar oft. Die Metadaten besagen, dass das hier vor Wochen heruntergeladen wurde. Sie werden den Code in Kürze wieder ändern. Wenn wir angreifen wollen, dann muss das jetzt geschehen. Verdammt, das setzt uns massiv unter Druck. Bis der Widerstand ein Team zusammengestellt hat, könnte es bereits zu spät sein. Aber Ihr Trupp ist einsatzbereit. Sie haben recht. Wenn das unsere einzige Chance ist, liegt es an uns. Der Deaktivierungscode für die Sicherheitsschilde ist verschlüsselt. Aber ich werde weiterhin daran arbeiten. Ich habe Ihnen die Karte und einen NAV-Punkt für einen Seiteneingang mit weniger Wachen gesendet. Brechen Sie rasch auf. Wir bleiben in Kontakt.
Mach schon! Setz nach! Niemand wird betrogen. Wie können Sie mir so etwas mitten auf der Straße vorwerfen? Sie sind ein Feigling. Das Gericht wird darüber urteilen und dann wird man Sie aus der Stadt jagen. Sie sind der Mensch, der von Aya gekommen ist. Ist es dort immer noch so schön? Es ist mit Abstand die schönste Welt, die ich in diesem Cluster bisher gesehen habe. Ich vermisse es schrecklich. Ich bin dort geboren. Ich habe meine Kindheit in warmer Luft und Sonnenschein verbracht. Ich werde nie vergessen, wie sich das angefühlt hat. Wieso gehen Sie nicht wieder zurück? Mein Leben, meine Familie, meine Arbeit, das alles ist hier. Was verkaufen Sie? Ich handle mit denjenigen, die Dinge besitzen, die sie nicht mehr brauchen, dafür aber etwas benötigen, das ich habe. Kleine Annehmlichkeiten, nichts, was für Sie von Wert wäre. Was sind auf wohl kleine Annehmlichkeiten? Kleidung, Werkzeug, Kunst, Spielzeuge, was auch immer die Leute an glücklichere Zeiten erinnert. Dinge, an die sie sich im Dunkeln klammern können. Was meinen Sie mit denjenigen, die Dinge besitzen, die sie nicht mehr brauchen? Flüchtlinge, die alles mitgenommen haben, was sie tragen konnten. Je leichter ihre Last, desto einfacher ihre Reise. Und ich zahle gut. Danke für das Gespräch. Danke, dass Sie mich an Aya erinnert haben. Sie sind dieser Pathfinder, nicht wahr? Ich habe von Ihrer Landung gehört. Willkommen im Aratan. Ich würde Ihnen ja einen Raum anbieten, aber eine Gruppe von Hijara hat gerade den letzten belegt. Mein Translator konnte das nicht übersetzen. Was ist ein Aratan? Es bedeutet Schutz vor der Dunkelheit. Es ist eine Herberge für Leute, die nicht auf dem Eis kampieren wollen. Wir sind der einzige Dar, der groß genug ist, um eine anbieten zu können. Also kommt jeder hierher. Ich beherberge Forscher von Hijara, Widerstandspatrouillen und gelegentlich sogar einige von ihren Leuten. Hier waren Menschen? Nein, keine Menschen. Die mit den Stacheln, Turianer. Sie haben die Kälte gehasst. Ich musste sogar die Sonnenwärmer hochdrehen, um sie aufzutauen. Was hatten Turianer hier draußen verloren? Ich habe nicht gefragt. Ich nahm an, sie wären wie Sie und würden dem Widerstand helfen. Sie sind bisher noch nicht wieder zurückgekommen, also sind Sie vermutlich noch irgendwo da draußen. Ich sollte jetzt gehen. Halten Sie sich warm. Wie finden Sie die Koje? Sie ist ein Bett. Das ist besser, als in der Kälte und Dunkelheit zu schlafen. Ja, da draußen ist es wirklich ziemlich dunkel, nicht wahr? Ein Glück, dass Marith hier Sonnenlichtlampen hat.
Ein Mensch? So weit hier draußen? Sie müssen wirklich Mut haben. Wenn jemand meinen Leuten helfen kann, dann Sie. Wobei soll ich Ihnen helfen? Die Cat haben nicht weit von hier einen Dar zerstört. Als Vergeltung, nachdem sie der Widerstand vertrieben hatte. Die Leute wurden entweder getötet oder verjagt. Sie mussten alles zurücklassen. Ich werde diese Monster dafür büßen lassen, was sie ihren Leuten angetan haben. Das wissen wir zu schätzen. Aber ich brauche bei etwas anderem ihre Hilfe. Ich bin Historiker und in diesem Dar gab es ein unbezahlbares angaranisches Artefakt. Eine antike Karte von Vought. Ich habe zwei meiner Kollegen losgeschickt, um sie zu bergen. Aber sie sind dort draußen in Schwierigkeiten geraten. Die Cat kam zurück, um die Sache zu Ende zu bringen. Jetzt brauche ich jemanden, der meinen Leuten dabei hilft, sich den Weg freizukämpfen. Keine Sorge. Ich werde sie da rausholen. Sie sind unsere Rettung. Ich gebe Ihnen den Nervpunkt des Dar. Und bitte beeilen Sie sich. Baxen sagt, sie hätten ihren Bruder gerettet. Ich kann meine Dankbarkeit dafür gar nicht in Worte fassen. Ich bin Eska Jevon.